Hallo und recht herzlich willkommen zum Cashpoint S3 Faltach Arena TV. Auch in dieser Woche wieder mit einer spannenden Sendung. Wir haben Interviews mit unserem Geschäftsführer Christoph Lengle und mit unserem Stürmer Harry Unverdorben vorbereitet. Außerdem gibt es die aktuellsten News vom Verein und gleich zu Beginn schauen wir rein zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SV Grödig. Ich denke, wir freuen uns alle, dass es jetzt endlich in die absolut entscheidende Phase geht. Das ist, glaube ich, wirklich genau der Punkt erreicht, wo jeden dritten Tag ein Spiel ist. Und in den nächsten 14 Tagen um die Zeit wissen wir schon, dass die Entscheidung gefallen ist. Und ich glaube, auf diese Phase haben wir uns jetzt alle gefreut. Aber wir wissen auch, dass einiges auf uns zukommt. SCRA-Geschäftsführer Christoph Lengle brachte schon beim ersten Satz der Pressekonferenz die Quintessenz auf den Punkt. Heute beginnt in der ersten Liga die alles entscheidende finale Phase der Meisterschaft. Genau deshalb brennt auch Coach Adi Hütter auf die bevorstehenden 90 Minuten gegen den SV Grödig. Dass die Mannschaft besser Fußball spielen kann, das weiß sie selber auch. Und dass wir noch nicht auf dem Level sind, wo wir im Herbst gezeigt haben, das weiß sie auch. Aber nichtsdestotrotz ändert es an der Situation, dass wir unser Ziel, und das heißt die Meisterschaft nach Altach zu bringen, immer noch sehr, sehr große Chance. Und wir reden jetzt da von einem Punkt Rückstand und 4 ganz wichtige Spiele innerhalb von 10 Tagen. Und 4 Spiele in 10 Tagen ist nicht nur eine nervliche Belastung, es ist schon eine physische, enorme Belastung. Und es heißt noch lange nicht, dass nach dem Wochenende die Tabellenführung wieder woanders sein kann und noch nächste Woche wieder und dann wieder. Das kann sein, dass es noch ein paar Mal wechselt. Am Ende des Jahres, am 36. Spieltag, wünschen wir, dass wir vorne sind. So also unser Trainer Adi Hütter, der in der heutigen Partie auf die verletzten Alex Guim, Matthias Hopfer und Martin Pusic verzichten muss. Nichtsdestotrotz sind nicht nur heute 3 Punkte eingeplant. Wir werden alles daran setzen, dass wir die restlichen 4 Spiele nicht nur versuchen, guter Fußball und erfolgreicher Fußball zu spielen, sondern dass wir die Möglichkeit haben, auch alle 4 Spiele zu gewinnen. Und das werden wir versuchen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann werden wir auch vorne sein. Und darum ist es einer von 4 ganz wichtigen Spielen. Und dass die Mannschaft da Unterstützung braucht, von den Zuschauern, von den Fans, das hätte ich mir wünschen. Die Unterstützung der Fans ist also im Titelkampf gefragt. Dementsprechend viele Zuschauer sollten hoffentlich heute den Weg ins Stadion finden. Das Fest im Zeichen des Einhorns. Stoßen Sie mit dem Einhorn an und feiern Sie 130 Jahre Vorarlberger Braukunst beim großen Vornburger Jubiläumsfest in der Brauerei Vornburg in Bludenz. Mit Freunden erleben, in Bierhimmel schweben und dabei zu sein. Gefeiert wird am Samstag, den 21. und Sonntag, den 22. Mai mit einem umfassenden Programm. Auf der Bühne sorgen die Monroes und Seitensprung für die richtigen Töne und auch im Rahmenprogramm wird einiges geboten. Brauerei-Rundgang, Bier-Olympiade und vieles mehr stehen auf dem Programm. Achtung, mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen Sie gratis zum Vornburger Jubiläumsfest. Ja, möglichst viele Zuschauer sollen heute Abend also in die Cashpoint Arena strömen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr und damit es mit möglichst vielen Besuchern klappt, hat sich der Verein etwas Besonderes einfallen lassen. Mehr dazu gibt es jetzt im Interview mit unserem Geschäftsführer Christoph Lengle. 4 Endspiele stehen auf dem Programm. Für die Fans gibt es ebenfalls was Besonderes. Bei den beiden Heimspielen ist Doppelspaß angesagt. Ja, richtig. Doppelspaß, eine neue Aktion, die sich der Cashpoint SC Altach für das Saisonfinale, für den Titelkampf einfallen hat lassen. Was steckt dahinter? Eine Karte kaufen zum Spiel gegen Grödig. Dann müssen wir das Spiel gewinnen, von was wir alle überzeugt sind. Und wenn dieser Fall eintritt, dann gibt es eine Gratiskarte für jene Leute, die gegen Grödig schon kommen, für das letzte Spiel, für das absolute Saisonfinale gegen den SC St. Pölten. Ebenfalls mit dabei, bereits beim Heimspiel gegen Grödig, auch Spaßmacher im Publikum. Es soll laut werden hier in der Cashpoint Arena. Ja, auch das stimmt. Unser Spielballsponsor, die Firma Odlo, hat uns 3000 dieser Bang-Bangs zur Verfügung gestellt. Die werden bei den Eintrittskassen an die Zuschauer ausgehändigt und wir hoffen uns einfach, dass eine tolle Atmosphäre im Stadion herrscht, dass das Vorarlberger Publikum uns unterstützt in diesen wesentlichen Spielen. Und wenn das eintritt, was wir uns alle wünschen, sprich dieser Idealfall mit Hinweis auf diese Doppelspaßkarte, dann ist das Motto einmal zahlen und zweimal feiern. Zweimal feiern ist angesagt. Was tippt der Geschäftsführer für das Spiel am Freitag? Ich wünsche mir einen Sieg, egal in welcher Höhe. Aus dem Bauch heraus gesagt, tippe ich mal auf ein 3:1 für den Cashpoint SC Altach.
Unser Geschäftsführer wünscht sich also einen klaren Sieg heute im Duell gegen den SV Grödig. Vom selben Ergebnis geht auch Stürmer Harald Unverdorben aus. Auch er stand Arena TV Rede und Antwort. Du warst mit dabei beim ersten Aufstieg in die Bundesliga. Was muss die Mannschaft machen, um diese Phase erfolgreich zu gestalten? Ja, ganz einfach positiv bleiben. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben, wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Altach ist ein kleiner Ort und das allein wird zwar nicht reichen, aber man muss einfach kämpfen, beißen, kratzen, das ist klar. Aber wie gesagt, positiv bleiben, dann kann man schlussendlich vielleicht auch die Zuschauer mitreißen, uns gegenseitig mitreißen und als Meister in die Bundesliga gehen. Am Freitag geht's los mit dem Spiel gegen Grödig. Wie siehst du die Salzburger? Ja, die Salzburger sind auf alle Fälle ist eine gute Mannschaft. In der Offensive stärker wie in der Defensive, das haben sie immer wieder gezeigt. Sie haben extrem viel Qualität nach vorne, aber nach hinten weiß man einfach, dass sie da nicht bombensicher stehen und das heißt es auszunutzen. Ja, 4 Endspiele stehen für unsere erste Kampfmannschaft noch auf dem Programm, aber auch abseits des grünen Rasens gibt es aktuell Neuigkeiten vom Verein. Was genau, das sehen Sie jetzt. Großer Freigelände-Flohmarkt bei der Cashpoint Arena in Altach. Am Pfingstmontag, den 13. Juni zwischen 8 und 17 Uhr. Der Flohmarkt findet bei jeder Witterung statt. Der Eintritt ist frei. Ausstellerinfos gibt es im SCRA Office unter 055 23 52 100 oder unter www.scra.at. Und neue Fanartikel sind im SCRA Office eingetroffen. Der neue Fanfußball ist ab sofort im Fanshop erhältlich. Kosten tut das hübsche Teil 15 Euro. Das war's schon wieder vom Cashpoint SCRA in der Faltach Arena TV. Heute Abend 20.30 Uhr ist also Ankick. Unsere erste Mannschaft trifft in der Cashpoint Arena auf den SV Grödig. Ich hoffe, Sie kommen zahlreich ins Stadion. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder unter www.scra.at.